Und wie ihr so eine Rolltreppe baut, das zeige ich euch in diesem Video. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen auf meinem Kanal LP Alente und heute zur mittlerweile fünften Folge der Einrichtungsserie. Und heute bauen wir so eine Rolltreppe mit so coolen Stufen, die ziemlich cool aussehen. Und zwar benutzen wir dafür wieder die 1.8 Banner, die wir schon aus, welche Folge war das? Hier die Bartfolge mit dem Handtuch kennen. Auch geil, hier Tintenfisch. Ei. Jo, was geht bei euch? Alles locker? Raus aus meiner Dusche, ey. Ich glaube, es geht los, ey. So. Und zwar... Oh, ich finde das so cool. Ja gut, erstmal eine Skype-Nachricht gekriegt. Auch gut. Tut mir leid. Auf jeden Fall bauen wir die Rolltreppe. Und zwar baut ihr die, indem ihr diese Banner so hinstellt, dass diese Kante hier quasi so zu uns zeigt, diese Halterung, und dann könnt ihr hier jede beliebige Treppe drauf platzieren. Und ihr seht, wenn da kein Licht dran kommt, dann wird das so eklig schwarz, weil das halt nicht beleuchtet ist. Und darum würde ich euch empfehlen, dass ihr hier unten noch einen Glowstone hinsetzt, damit das beleuchtet wird. Und dann könnt ihr hier die Treppe draufsetzen und es ist so cool mit so einer Kante, wie bei einer Treppe halt ist. Und zwar könnt ihr das mit so ziemlich jeder beliebigen Treppe machen. Ich nehme jetzt hier die Stone Brick Stairs, weil das halt ziemlich nach Rolltreppe aussieht. So. Ich würde euch auch empfehlen, überall diesen Glowstone hinzusetzen, einfach damit es beleuchtet ist, weil sonst werden teilweise welche dunkler. Und was mache ich hier? So. Natürlich nicht schief setzen. Und so könnt ihr das dann hier hochbauen. Dann würde ich euch empfehlen, diesen Pullish, keine Ahnung wie der Stein heißt, weil es halt auch neu ist, so an die Seiten zu setzen. Dann hier vielleicht ein oder zwei Blöcke weiter raus, da das ja bei einer Rolltreppe immer so ein bisschen weiter vorher anfängt. Ah, falsch gebaut. So, und dann noch dieses schwarze Band, was auf einer Rolltreppe meistens ist, kommt dann auch noch drauf. Und das ist das Ganze mit den Rolltreppen. Ihr seht, das kann man auch jetzt mit Quarztreppen machen, was ja auch gut aussieht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dieses kurze Video, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ja, was ich ankündigen kann, wenn ich meine 100 Abonnenten erreiche, was ja dann doch bald passieren wird, glaube ich, zumindest wenn es jetzt so weitergeht, verschenke ich ein Opti-Fan-Cape an denjenigen, der dann mitmacht. Aber das wird noch ein Verlosungsvideo kommen. Und darum würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.